Nach und nach kommt eine besondere Künstlerin. Ich saß nachts vor dem Fernsehen und sah The Voice Kids 2013, Endfinale. Und da war eine ganz junge Dame, 15 Jahre, mit einer Riesenstimme. Und heute wird sie am Flügel begleitet von einem der besten Pianisten, die wir in Europa haben. Ich begrüße ganz herzlich aus Frankreich Mr. John Florenzio. Diese Dame war bei einem Wettbewerb unter 20.000 jungen Menschen bis 16 Jahre und sie ist in das Endfinale gekommen. Und bei dem Wettbewerb waren nur die Vornamen. Das war auch sicherlich so beabsichtigt, auch gut. Aber man konnte nicht herauskriegen, wo sie wohnt und wie kommt man hin. Und wir haben beim Fernsehen angefragt und sie haben dann gesagt, ja, wir wollen aber nicht den Nachnamen preisgeben, wenn dann alle Agenturen kommen und so etwas. Also wir hatten kein Glück. 3 Monate haben wir gebraucht und dann haben wir im Internet einen Brief gefunden, den sie in Vietnamesisch geschrieben hat. Da steht immer die schöne Zeile übersetzen. Wir haben gedrückt und da stand dann drauf, Musterschülerin der Musikalischen Oberschule Berlin. Und dann haben wir an den Rektor geschrieben und haben gesagt, der Rektor möge sich mit der Familie in Verbindung setzen. Und wenn sie Interesse hat, einmal bei UNICEF aufzutreten, dann soll sie uns anrufen. Und es verging kein Tag, da kam das Telefon, wir haben uns in Berlin getroffen und wir sind sehr froh, dass wir sie heute bei uns haben. Freuen Sie sich auf unseren Gast. Hier ist für Sie Kieu Tran Pham aus Vietnam. Sie wohnt in Berlin, merken Sie sich das. Bitte. Und jetzt kommt das Lied, was ich in der Nacht gehört habe. Königin der Nacht, die Arie aus Mozarts Zauberflöte.
Good job.